Wie lange kann man denn Rhabarber ernten? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ja, Rhabarber, manche meinen, Rhabarber kann man bis zum Herbst rein ernten. Ja, das stimmt nicht. Der Rhabarber, der hat einen bestimmten Tag, ab dem Tag wird nicht mehr geerntet. Ich erkläre euch jetzt einmal, warum, wieso. Der Stichtag ist wie auch beim Spargel. Spargel und Rhabarber, der 24.06., also der 24. Juni, das ist der Johannistag und da wird ab da wird nichts mehr geerntet. Jetzt fragt ihr natürlich, wieso denn? Ne? Ja, es muss ja einen Stichtag geben, das ist der Johannistag schon immer gewesen. Der Rhabarber, der braucht jetzt langsam seine Ruhe. Der ist jetzt abgeerntet worden, also immer wieder sind Stiele rausgerissen worden. Der braucht jetzt für die nächste Saison, braucht er Kraft. Und da muss man schon so früh beginnen, sonst kriegt man im nächsten Jahr nicht mehr so einen schönen Rhabarber. Ja, also vom Stichtag ab nicht mehr ernten, weil es ist auch noch so, erstens, weil er Kraft sammeln muss fürs nächste Jahr, habe ich ja schon erwähnt. Und zweitens, weil da die Oxalsäure wieder steigt. Und die Oxalsäure ist für einen Menschen nicht gut, also nicht gesund. Deswegen sollte man das dann bleiben lassen. Man soll ja auch einen Rhabarber nicht unbedingt roh essen. Da ist ja auch die Oxalsäure höher, der Wert, als wenn man einen Rhabarber dann kocht. Ne? Also die letzte Möglichkeit ist der 23.06. Und deswegen werde ich jetzt da noch ein paar Stiele mir rausholen. Und ich friere mir noch ein bisschen ein, weil im Winter schmeckt der Rhabarberkuchen nämlich viel, also bilde ich mir ein, immer noch besser als jetzt, wenn die Saison ist. Ne? Einer ist immer gut, aber wenn es dann mehr werden oder wenn man öfters anmacht, dann wird es ein wenig zu viel. Aber im Winter ist das was gut. Oder Rhabarberkompott und Pfannkuchen dazu oder Omelette, sagt ihr vielleicht dazu. Ne? Ja, also da werde ich jetzt noch ein paar kräftige raustun. Und dann ist Schluss für heuer. Vorsichtig raus. Ziehen, das wisst ihr ja selber, ne? So rausdrehen ein bisschen. Hier, so soll das dann ausschauen. So, ich hole mir jetzt noch einige. Oh, das ist der rote Rhabarber. Der ist nicht so sauer wie der da. Und dann ist es so, wenn ihr jetzt Rhabarber noch geerntet habt, dann sind ja auch immer genug da. Lasst einfach die Pflanze so, wie sie ist dann. Lasst nicht abschneiden oder sonst was. Lasst die Pflanze, auch wenn noch eine Blüte dran ist, lasst die Blüte einfach stehen. Die ist dann für die Bienen. Die freuen sich da. Und das Einzige, was wichtig ist, was man jetzt nach der Ernte dann machen muss, also dann ab dann, wenn man nichts mehr erntet, das ist eben 24.06., gell? Die muss man düngen. Ein Rhabarber düngt man zweimal im Jahr. Zeitig im Frühjahr, also so im März, wenn er anfängt zu treiben, weil der braucht er auch sein Futter, ne? Sag ich immer, Futter. Ja, und dann eben nach der Ernte, damit er eben kräftig wird fürs nächste Jahr. So, ich habe jetzt da noch geerntet. Also das ist ja ein riesen Rhabarber da, das sind mehrere so Pflanzen. Und werde nachher mich an die Arbeit machen. Die Blätter gebe ich dann in Kompost rein oder ich zerkleinere die und mulch damit, kann man wunderbar machen. Oder was man noch machen kann, das ist ja auch, da schaut am besten mein Video an. Die Kerstin blendet das ein. Oben rechts, ne Kerstin? Oben rechts ist das ist ein Link und da schaut er, klickt einmal drauf, was man mit den Rhabarberblättern noch machen kann. Und in der Videobeschreibung ist auch noch einmal der Link drin. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt ist eigentlich die Pflanze so, lässt man es gehen, wie es ist. Nichts mehr machen. Manche, die tun dann auch die trockenen Blätter wegmachen. Ich lasse das alles so liegen. Die Blätter, die jetzt dann trocknen, und die Stängel oder die Stiele, das trocknet ja auch alles ein bis zum Herbst dann. Das legt sich ja dann alles auf den Boden. Und das ist wieder gut als Winterschutz für einen Rhabarber. Kann man gleich so liegen lassen, wie es ist. Winterschutz braucht man nichts weiter machen. Und er ist ein bisschen geschützt, ne? Obwohl er ja Winter hat, ist aber trotzdem, ein Schutz ist immer gut. Ne? Wenn ich jetzt, bevor ich dünge, wo habe ich meinen Glanzheckler, bevor ich dünge, versuche ich überall die Erde noch ein kleines bisschen aufzulockern, wo es geht halt. Muss ich vielleicht noch ein anderes Heckler nehmen. Überall da ein bisschen aufzulockern.
dass die Erde, also das locker ist, weil ich jetzt nämlich noch einen Dünger drauf tue. Ich nehme mal meinen Dünger, meinen organischen Biodünger, den nehme ich seit diesem Jahr, bin ich so zufrieden. Also was ich jetzt gedüngt habe, das ist alles wunderbar geworden. Wer Interesse haben sollte, das ist bei mir im Shop drin, gibt zweierlei Größen von den Verpackungen her. Und wenn ich das dann draufgesteuert habe, auf das Aufgehackte, dann hacke ich noch einmal ein bisschen drüber, dass das ein bisschen in die Erde reingeht. Und dann ist auch wichtig, dass ihr jetzt dann bis zum Herbst immer mal wieder gießt. Der Rhabarber braucht trotzdem immer das Wasser noch. Also nicht, dass ihr meint, jetzt könnt ihr dann gehen lassen, ihr kriegt nichts mehr von ihm, braucht er auch nichts mehr. Das stimmt nicht. Also aufhacken, düngen. Ihr könnt ja auch Kompost, wenn ihr habt, könnt ihr auch mit dem Kompost düngen. Ja? Aber ich habe keinen mehr, jetzt keinen fertigen. Und ich nehme dann lieber das da. Und dann Mist kann man auch nehmen, irgendein Mist, aber da habe ich auch keinen, komme ich nicht ran. Und deswegen habe ich das da. Echt, ich bin total zufrieden. Und dann lasse ich alles so liegen, bloß immer wieder mal gießen. Und die Blätter sind gleich Winterschutz für den Rhabarber, für die Pflanze selber. Jetzt wisst ihr, glaube ich, Bescheid, oder? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Wer meinen Kanal unterstützen will, der schaut mal in meinem Shop vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.